Test, Test, ist das Ding an? Ja, das Ding ist an. Okay. So, genau. Wir haben ja hier schon aus Dingens haben wir ja schon ein paar Sachen. Hallo, Radorik, hi! Willkommen bei uns. Wir haben ja hier schon ein paar Baumsamen für. Wir haben Nektarine, wir haben Apfel. Hatten wir nicht Orange noch irgendwo? Ich hätte schwören können, wir hatten auch noch eine Orange, aber ich weiß gerade nicht, wo die ist. Genau, dann waren wir hier noch am Brutzeln und wir sind ja schon am Umziehen praktisch. Hier wird die nicht drin gewesen sein. Nee, hier haben wir nur die Ahorn-Dinger, die hier so gar nicht in unsere Gegend passen. Aber hier, wir haben ja auch von Croptopia noch ganz viel. Das heißt also, alleine dafür wird es mindestens eine Truhe geben. Oder einen ganzen Rucksack. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt. Bei dem hier vorne habe ich schon überlegt, ob ich nicht eventuell doch noch eins nach vorne gehe. Oder ich hau hier einfach eine Reihe weg. Was wahrscheinlich einfacher wäre, aber dann müsste ich hier trotzdem noch was hinbauen. Egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben Nektarinen zum Essen da. Genau, uns fehlt es an Essen. Obwohl, ein bisschen habe ich noch. Wenn wir hier Basalt haben, kann ich das Basalt auch erstmal hier reintun. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal ganz kurz hier so ein bisschen auf Wanderschaft. Auf der Suche nach. Ich muss sie dringend aufräumen. Auf der Suche nach Samen, nach Bäumen, nach allem. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich. Oh, wir haben ein Sortiersystem. Warum sagt mir das keiner? Wir haben ein Sortiersystem. Wow. Ich bin so dumm und benutze das nie. Ich bin doch ein Fail. Ich bin doch so ein Fail, oder? Okay, jetzt wäre die Frage, in welche Richtung wir eigentlich wandern. Na, Radorik, wie war deine Woche bisher? Wenn wir unterwegs werden, wir auf jeden Fall noch zu essen finden. Wir können ja auch erstmal in den Dschungel gehen. Das ist jetzt nicht so weit weg. Und auch da gibt es schon diverse Bäumchen, die wir haben, die wir brauchen werden. Wie zum Beispiel Zimt. Da gibt es Zimt. Oh, hier ist noch Clay. Okay, das ist gut. Kann man demnächst auch noch gebrauchen. Auf jeden Fall, genau. Heute wird ein bisschen rumgewandert. Ich überlege schon, ob man nicht eventuell doch den Hi! Compass of Nature noch mit einbinden sollte. Erdbeeren. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Hallo, Hühnchen. Hast du Ei? Du hast ein Ei. Dankeschön. Jetzt haben wir ja schon das. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Ei. Wir brauchen viel mehr davon eigentlich. Aber immerhin haben wir schon ein paar. Das heißt, vielleicht haben wir Glück und kriegen einen Huhn draus. Was wir auch noch brauchen, ist Kakao, natürlich. Dann holen wir uns einfach das hier. So, dann haben wir hier schon mal ein Nahrungsmittel mehr. Und dann gehen wir mal nach Süden, in die Richtung. Einfach um zu gucken, ob man da nicht eventuell noch was Schönes findet. Nehmen wir Mahagonibaum mit, weil das Holz ist eigentlich schön. Ein richtig schönes. Dunkelbaum, obwohl, das könnte man theoretisch auch nehmen. So schönes Mahagoni. Dann dekorieren wir damit unsere Wohnung. Unser Haus. Was wir hier auf jeden Fall auch suchen müssen, sind die ganzen Früchte und Samen und. Hallo? Hier gibt es Spinnen. Und Fäden kann ich auch noch gebrauchen. Kleine Babyspinne. Wie süß. Süß und gefährlich. Ey, mach doch sowas nicht. Nicht da runterschmeißen. Das Eisen. Ich könnte Eisen gebrauchen. Aber nicht mit den Spinnen da unten. Okay, never mind. Okay. Wir gehen wieder raus, ne? Das,
Ist nicht so toll hier. Hallo? Ich wollte doch raus und nicht wieder rein. Okay, ich bin draußen. Okay, schauen wir doch mal, was dieser Dschungel hier noch so zu bieten hat. Eichen? Eichen will ich gerade nicht, danke. Du? Sieht irgendwie komisch aus. Das ist ja auch ein Mahagonibaum. Alles klar. Ah, ich bin drüben. Oh. Hier haben wir zum Beispiel einen Obstbaum, den wir definitiv noch nicht haben. So, nehmen wir uns davon ein paar mit. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Also gesehen, wir brauchen ja auch die ganzen Samen und so, aber eigentlich war ich auf der Suche nach speziellem Holz. Mahagoni wäre aber auch eine schöne Idee. Sollte man sich auf jeden Fall merken. Der Dschungel hier ist ein bisschen sehr dicht. Ist das? Nee. Das ist Dschungelholz, richtig? Ja, das ist Dschungelholz. Ich hatte gehofft, dass das Zimt ist, aber na gut. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir alles mit. So. Jo, ging so, aber war heute erst so super gute Nachricht von meinem Doktor. Dann super schlechte Nachricht aus der Werkstatt. Und dann eine Migräne, als Sackgasse läuft bei dir. Oh no. Das ist gemein. Wir haben einen Mahagonibaum. Das ist schön. Die sind so süß. Okay, wir haben eine Fledermaus hier. Eine von den kleinen. Hatten wir Melonen schon? Ist das gerade gar nicht. Was bist du? When in Rome. Ah! Dicke, fette, große Fledermaus. Hey. Oh. Was ist zum Henker? Ding ist ja riesig. Hallo? You can count on them, though some would rather curse them. You can speak dear to them, though we all know just this is just in vain. Man kann sich auf sie verlassen. Man kann mit ihnen freundlich reden, aber das völlig umsonst. Hi. Hier sind ein bisschen viele Mobs unterwegs. Oh, hi. Ich meine, so gesehen. Nee. Du siehst nicht mal aus wie ein Zombie, was ist los? Der hat ja noch beide Augen. Okay, das hier ist ja sowieso nicht das, was ich suche. Wir gehen mal besser. Eine Mine? Nee, ist keine Mine, es ist ein Dungeon. Aber ein sehr spannender Dungeon, das muss man ihm lassen. Warte mal. In welche Richtung laufe ich hier gerade eigentlich? Da geht die Sonne unter? Dann muss ich da lang. Wie düster aus da drüben. Überhaupt, dieser Dschungel ist sehr dicht. Unspannend. Sehr, sehr unspannend. Da? Ja, ich höre dich. Ich sehe dich nur nicht. Wo kichert's? Okay.
Worüber es kichert? Nicht bei mir, wie es scheint. Ah! Bloodfeeder's Home. Okay, ich glaube, das hier ist der. Oh. Wir haben. Rhabarber. Rhabarb. 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 I see, da ist kaum noch Platz drin. Dann packen wir mal hier ein. Das auch, das auch. So, das hier ist also ein. Was sind für Dinger? Vampire Orchid. Okay. Vampir-Orchideen. Very pretty. Nehmen wir uns doch glatt ein paar mit. Nach dem, was ich auch mittlerweile gehört habe, haben wir hier jemanden, der es auf jeden Fall versucht, ein Werwolf zu werden. Einer ist mittlerweile Vampir. Also es wird lustig. Oh, Rosen. Die habe ich noch nicht. So. Hier geht's in die Höhle, da will ich aber nicht hin. Au. Könnte man hier ein paar von den Bäumen mitnehmen? Das scheint ein normaler Spruce Log. Okay. Geht auch. Nicht ganz, was ich suche. Erstmal aus dem Dschungel raus. Man sieht ja hier gar nichts. Was schön. Wir haben einen Halbmond. Zunehmend. Au. Okay, au, 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 au. Der Dschungel ist gefährlich bei Nacht. Was ich hier mache, ist eigentlich saugefährlich. Gefährlich? Hi. Au. Vampire Fang? Ich glaube, irgendwer brauchte die. Hauptsache, ich werde nicht zu einem. Ab wann weiß man eigentlich, ob man einer ist oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Okay. Wandern wir erstmal weiter. Jetzt sieht das hier natürlich aus wie normales Wasser. Ohne Shader wäre hier das Wasser rot. Wie Blut. Und das ist eine Bloody Spruce Sapling. Bloody Spruce Log. Und das ist ein normaler Spruce Log. Okay. Blöd ist natürlich, ich habe jetzt hier auch nicht mehr so viel Platz, ne? Glaube ich. Den packen wir noch ein. Hier können wir eigentlich auch erstmal weghauen, ja? Ja, so. Warum habe ich die Laternen dabei? Bin ich doof? Das Tageslicht mir Schaden gemacht? Oh, das könnte sein. Aber eigentlich müsste man ja dann hier irgendwo, glaube ich, auch irgendwas bekommen. Irgendeine Nachricht, dass man irgendwas wäre oder so. Wir werden es rausfinden. Hui! Hallo, Rabe. Ich glaube, die musste man für irgendwas töten. Aber ich habe vergessen, wofür. Und ich möchte das ehrlich gesagt auch gar nicht machen. Ich mag Raben. Und ich suche jetzt eigentlich nur nach einem Dunkeleichenwald. Leuchtet da? Und da drüben habe ich auch was leuchten sehen. Aber was ist das? Ist das Lava? Könnte Lava sein. So. Da sind Schweine. Hier ist ein Huhn. Hallöchen, hast du ein Ei für mich? Sieht nicht so aus. Schade. Die nehme ich mit. Chilis! Die haben wir noch nicht. Wenn wir schon mal hier sind. Was ich mir nicht nehmen lasse, sind hier die. Nee, das ist Nektarine, die haben wir schon. Was ich bräuchte, wäre Orange. Das ist auch Nektarine. Irgendwas kichert hier. Wo kichert's hier? Hier sind noch mehr Hühner. Das ist cool. Klick, klick. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht, die Augen. Wo sind sie? Irgendwo da drüben. Okay. Hallo, E-Box. Na, wie geht's? Willkommen bei uns. Hoppala. Vielen Dank für den Follow. Dankeschön, Dankeschön.
Ah, der rennt auf dem Pferd rum. Okay. Da drüben ist ein Vampir. Irgendwas schießt er auf mich. Okay, lassen wir mal links liegen. Hier haben wir eine riesengroße Savanne. Das ist auch nett. Schauen wir mal, wo es uns heute hinführt. Wie gesagt, ich hätte gern... Hallo Kuh. Wir wären auch nicht schlecht. Aber was ich gerne hätte, wäre halt, wie gesagt, Dunkeleichenholz. Ja! Aber... Au. Oh, und ich habe mich noch gewundert, ne? Mein Schwert ist ja... Nee, auch. Aber ich habe ja hier Bane of Arthropods 5 drauf. Das heißt also, gegen Spinnen bin ich heute richtig gut gefeit. Hatte ich total vergessen schon wieder. So, aber wenn wir hier schon in einer Savanne sind, hier gibt es diverse Samen, theoretisch. Seltene, die man auch noch einsammeln könnte. Ich hoffe, wir finden welche. Das sieht... Yep. Kiwi! Wir haben Kiwi-Samen. Ich glaube, ich muss mal gucken, wie viel wir eigentlich haben und wie viel ich noch brauche. Nee, halt. Hey! Ach, da. So, nee. Bounce of Plenty? Nein. Körner? Nein. Better Animals, more Babies, bla 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 bla. Oh, es ist more Croptopia. Okay, wir haben... Okay, den haben wir. Really Plain Seeds? Also die Seeds von den Plains, da fehlen uns noch 4. Undried Seeds, gather all seeds from the desert, haben wir noch nicht. Und was die Bäume angeht, angeblich haben wir alle von den Plains. Ich weiß nicht, wo die Orangen abgeblieben sind. Und alles andere wird noch. Also alleine dafür reicht, ist es super, wenn wir uns einen Darkwood Forest suchen. Nur alleine für die Bäume, die Nüsse, die wir dort haben. Alleine dafür reicht es ja schon. Und Wüste müssen wir dann nochmal aufsuchen für ein paar andere. Hallo! Bist du Edward? Glitzerst du auch in der Sonne? Ah! Fledermäuse? Mit hässlichen Fledermäusen? Das finde ich cool. Das ist ein nettes Gimmick. Dass die sich teilweise in Fledermäuse verwandeln. Hi, Spinni. Nimm mich. Was bist denn du? Turmeric. Au! So. Oh, ein Dorf. Ein normales Vanilladorf. Hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Hi. Die sind schon teilweise ein bisschen nervig, ne? Okay. Können wir da rein tun? Haben wir da noch welche? Haben wir auch ganz... oh Gott, wieso habe ich davon so viel? Wie viele Fäden habe ich schon wieder? 40. Wie sieht denn? Hallo Kuh. Oder Kühe. Ich wünschte, man könnte die so super einfach mit nach Hause nehmen, aber das funktioniert so leicht nicht. Oh, den hier? Markiere ich mir mal. Ein Eisen, das ist nicht euer Ernst, Leute. Okay, ist aber auch nicht das, was wir suchen. Nee, wir suchen ja eigentlich was ganz anderes. Ich lasse mich schon wieder viel zu sehr ablenken. Ja. Was macht das Skelett hier? Die Sonne ist aufgegangen. Du dürftest ja eigentlich gar nicht mehr rumlaufen. Sie nehmen Wasser. Knofi. Das ist das falsche Knoblauch. Mit dem kann man leider nichts anfangen. Also kann ich das auch wieder wegwerfen. Was zum Henker ist das? Drink. Und ich habe noch einen Platz. Noch mehr Stärke. Voll cool. Du bist ziemlich Creeper geschädigt in Minecraft. Oh Gott, ja. Die sind aber auch teilweise fies. Wobei ich sagen muss... Ja, was habe ich hier eingesammelt? Soße wollte ich schon sagen. Nein, Seeds. Es sind Seeds, es sind Samen. Keine Soße. Aber weder die noch die brauche ich. Und von denen habe ich eigentlich auch schon genug. Ich will ja eigentlich neue sammeln und nicht die alten. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist eine Zucchini. Voll cool. Irgendwas kriegt sich da unten nicht mehr ein.
drüben sind Schafe, wie es aussieht. Hier sind immer Schweine, sehr schön. Ihr seid aber irgendwie nicht ganz das, was ich suche. Finde ich cool, die Spinnen sind einfach mal One-Hit. Alter, wie groß ist dieses Savannenbiom? Wenn wir weitergehen, haben wir all sämtliche Samen fertig, noch bevor wir hier raus sind. Ich wette, außerhalb regnet es. Hier ist bewölkt. Yep. Called it. Wobei ich sagen muss, ich meine, wenn man erstmal weiß, wie man mit den Creepern umgehen muss, dann gehen die. Vor allem mit Creeper Overhaul, da hast du halt auch welche, die sind harmlos und regelrecht putzig. Ja, seien es die Bambus-Creeper, die wirklich gar nichts tun. Ich glaube, die tun nicht mal was, selbst wenn man sie angreift. Und die Eisviecher, also die im Schnee und Eis unterwegs sind, die sind auch total knuffig. Wenn die sich bedroht fühlen, dann geben sie dir einen Headbump. Also dann versuchen sie dich einfach nur mit dem Kopfstoß irgendwie. Aber damit kommen sie halt auch nicht weit. Und das ist irgendwie so süß. Weiß auch nicht. Oh, okay. Da rennt ein Wildschwein rum. Dem wollen wir mal besser nicht begegnen. Oh, da ist ein Esel. Die sind ja knuffig, aber ich weiß gerade nichts mit dem Esel anzufangen. Aber gut zu wissen, wo einer ist, dann könnte man sich den vielleicht später mal holen. Da sehe ich einen Samen. Ich habe ja auch noch gar keinen Reis, ne? Du? Wie? Okay. Oh. Hops. Hops genommen. Nee, Hopfen. Wir haben Hopfen. Noch mehr Kiwi. Also Kiwi haben wir echt mehr als genug mittlerweile. Und ich muss essen. Ein Schnappschnapp. It bites. Was auch immer es ist, aber es beißt. Und hi, Ricky. Okay. Alles, was ich jetzt an Kiwi finde, wird gegessen. Hier scheint sehr viele Kiwi-Samen zu geben. Bist du? Oh! Und Turmeric. Turmeric können wir auch essen. Also alles, was jetzt irgendwie doppelt dreifach gefunden wird, das essen wir. Da sind Werwölfe, mit denen mag ich mich jetzt eigentlich weniger anlegen. Ich suche hier auch eigentlich was ganz anderes. Und finde es nicht. Und das da drüben sieht schon wieder nach Dschungel aus. Ich mag die alle nicht. Ja. Dann können wir die noch essen. Wir haben es ja. Komm schon, ich habe doch ein bisschen Hunger. Was ist los? Ich bin noch nicht fertig mit der Aufheilen. Okay. Ich will essen. Und den hatten wir schon ein paar. Das sieht gut aus. Haben wir auch schon. Schade. Jede Menge Wolfsbane? Spannend. Achso, die kann man so gar nicht essen. Okay, never mind. Halt, die Gurke kann man. Zucchini. Die kann man roh essen. Aber Turmeric kann man nicht roh essen. Das ist gut zu wissen. Da ist ein Flämmchen. Hallo. Hat nichts fallen lassen, schade. Wenn ich bei dir mitmachen würde, dann hätte ich bestimmt einen Death Counter von 1 Million. Oh, so schlimm. Ich meine, Ricky ist komplette Anfängerin und selbst sie schlägt sich hier eigentlich richtig gut. Vor allem seit wir Herobrine wieder rausgenommen haben. So cute, so klein. Oh. Süß. Also von daher, ich glaube, das Schlimmste haben wir schon rausgenommen und ansonsten ist es halt viel vorantasten. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Modpack hier schlimmer ist als Valheim. Hallo, Badger. Badger, 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 Badger. Mushroom, Mushroom. Badger, 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 Badger.
Geht's gut. Gucken wir uns doch mal an, wie groß diese Savanne ist. Ich würde sagen, groß. Sehr groß. Was haben wir hier? Da haben wir noch Mini-Werwolf-Helfen, normaler Forest, Old Growth Woodland, Plains. In den Plains können wir uns gleich noch mal ein bisschen umgucken, glaube ich. Wo waren die jetzt? Ja, in die Richtung. Gucken wir uns doch gleich mal ein bisschen um. Was haben wir da? Oliven! Wir haben Oliven! Ach, das ist Ingwer! Kein Turmeric. Wie komme ich auf Turmeric? Okay. Machen wir mal den hier. Das kommt hier noch rein. Das passt da noch rein. Die Feigen möchte ich ehrlich gesagt gerade nicht verbrauchen. So. Dann wäre es eine Überlegung wert. Ich weiß nur nicht, ob mein PC damit spielt. Oh. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich meine, meiner ist jetzt auch nicht unbedingt der neueste. Aber der ist schon relativ gut. Mit dem Razer 5. War das 5? Ich glaube. Wenn man seine eigene Technik nicht mehr im Kopf hat. Eine Orange. Meine. Dann haben wir auch wieder ein paar Orangen zu essen. Ich weiß gerade nämlich nicht, ob ich den Orangen-Sapling noch habe oder nicht. Liegt hier noch was rum? Nee. Müsste man natürlich wissen, welche Samen hier aus der Ebene noch fehlen. Und ob ich sie finden werde. Und ob wir jemals einen Düsterwald finden, also so ein Dunkeleichenwald. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Kühe hier und eine Menge Vampirjäger, wie es aussieht. Das ist Barley. Barley hatten wir schon. Und die da brauche ich nicht. Ich muss unbedingt hier mal wieder ein bisschen ausmisten, glaube ich, aus meinem Inventar. Ich habe schon wieder viel zu viel bei. Oder zu wenig Rucksäcke, das kann auch sein. Ey, ich könnte noch einen Rucksack machen. Was bist du? Grüne Bohnen. Ich glaube, die hatte ich schon. Jo, die hatte ich schon. Was ist das? Skelethand, Defeated Skeleton, Tausendbeil. Okay, haufenweise Knochen. Ich hab nichts für dich. Ich wüsste auch nicht, was das macht, glaube ich. Irgendwann müssen wir uns mal mit irgendwelchen korrupten Viechern auseinandersetzen und dann. Was da was? Ich gehe mal kurz ein paar Kühe schlachten. Und die auch. Kale. Aha. Es tut mir leid, ich brauche Leder. Und essen. Wie viel Leder brauche ich noch? Ein Leder. Gib mich das eine Leder. Dankeschön. So. Wollte ich gerade sagen, habe ich gar keinen Crafting Table dabei? Schon wieder so ein Ding? Ich habe keinen Crafting Table? Wie kommt denn das zustande? So, Fleisch nehmen wir mit? Muss. Ich kein Crafting Table dabei. Schande über mich und meine Kuh, die ich gerade geschlachtet habe. Ja. Leder. Rucksack. Sehr gut. Und sämtliche Samen kommen da jetzt rein. Und dann werden wir da nur Samen rein tun. Die auch. Und wenn wir schon dabei sind, die auch. Alles, was so Crop. Nee, die nicht. Alles, was Croptopia ist. So. Irgendwas, was hier. Wozu habe ich Chests gemacht? Ich habe noch welche hier. Bitte. Die waren zu viel.